Okay, ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Seminars Wissenschaftskommunikation. Bevor wir zu unserem wunderbaren Gast kommen, ein herzliches Hallo noch an Herrn Vieracker, ich wollte Sie nicht übergehen, wollten wir gerne eine kurze Vorstellung unserer Persönlichkeiten vornehmen, weil wir kennen uns ja innerhalb des Seminars auch noch nicht. Also dürfte ich bitten, Erik. Ja, genau. Also ich bin Erik, studiere Gymnasiallehramt mit der Fachkombination Deutsch und GAW. Mein Lieblingstier ist die Ente und zu meinen Lieblingshobbys, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, ich gehe tatsächlich, das ist gerade Corona-bedingt schwierig, eigentlich ganz gern in Fernsehsendungen als Zuschauer. Genau. Jonna, stell du dich doch mal vor. Ja, genau. Ich bin Jonna. Ich studiere genau wie Erik auch Deutsch und GRW fürs Gymnasium. Mein Lieblingstier ist Kaninchen und ich gehe ganz gerne bouldern und Seilklettern und Bergsteigen. Genau, Laura. Ja, hallo nochmal. Also ich möchte genauso Gymnasiallehrerin werden für die Fächerkombination Deutsch und Ethik. Und mein Lieblingstier sind die Pinguine. In meiner Freizeit gehe ich gerne Longboarden oder male gerne, wie man auch im Hintergrund sehen kann. Das ist nicht arrangiert, nein. So, und jetzt kommen wir zu unserem besonderen Gast, der sich gleich auch einmal vorstellen darf, Dr. Jens Völl. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Genau, mein Name ist Jens Völl, ich habe kein Lieblingstier oder Hobby vorbereitet, fürchte ich. Ich habe in Tübingen Psychologie studiert und dann in Heidelberg einen Doktor in Neuropsychologie gemacht. Und bin inzwischen in Florida an der Florida State University und mache hier Forschung. Und worüber wir uns heute aber vor allem unterhalten wollen, ist nicht die Forschung, sondern dass ich tatsächlich ein sozusagen nebenher eine Wissenschaftskommunikationsplattform aufgebaut habe, die es auf Twitter gibt. Genau, und darum geht es heute, wie Sie schon gesagt haben. Und dieses Projekt Real Scientists, könnten Sie das kurz für unsere Teilnehmer genauer erklären? Für den Fall, dass sich da jemand noch nicht genau mit beschäftigt hat oder man das Konzept nicht so versteht. Ja. Sehr gerne, ja. Also zunächst mal, also Twitter allgemein ist eben etwas, wo man einen Account machen kann und dann sehr viele kurze Nachrichten an die ganze Welt rausschicken kann. Das ist so das grobe Konzept. Und selbst wer nichts über Twitter weiß, weiß, dass der US-Präsident da einen Account hat und immer wieder irgendwas erzählt. Das Konzept von Real Scientists ist tatsächlich ähnlich wie das Konzept von dem Account für den Präsidenten, nämlich dass es immer weitergegeben wird an den Nächsten. Also der nächste Präsident kriegt dann den gleichen Account. Und solange man sozusagen dem Präsidenten-Account folgt, folgt man immer dem automatisch, der gerade am Ruder sitzt. Und bei Real Scientists ist das Konzept das gleiche, nämlich es gibt den Account und jede Woche wechselt der Account zu jemand anderem. Wir nennen das die Kuratorin oder der Kurator. Und diejenige oder derjenige kann dann einfach erzählen von ihrer Forschung, von ihrem Leben als Wissenschaftlerin und so weiter. Und man muss eben nur diesem einen Account folgen, um diese ganzen Stimmen zu hören, weil es einfach jede Woche wechselt. Und das Konzept ist tatsächlich, also daher auch der Name Real Scientist, dass man auch so die menschliche Seite erfährt oder dass die Leute einfach reden dürfen, worüber sie wollen, dass es nicht nur um Methoden und Ergebnisse geht, sondern einfach ums ganze Leben und die ganze Vielfalt des Forscherdaseins. Ja, das passt ja auch schon ganz gut, was du gerade angesprochen hast, weil du hast in einem Interview mit der Webseite Wissenschaft im Dialog ja auch mal davon gesprochen, dass eben durch das, was ihr bei Real Scientists macht, die Forschung menschlicher gemacht werden soll und auch demokratisiert werden soll. Und gerade Letzteres finde ich da doch ganz, ganz spannend. Inwiefern dient denn das Format Twitter tatsächlich einer demokratischeren Gestaltung von Wissenschaft? Also die Wissenschaft traditionell, sage ich mal, ist so sehr wie eine Pyramide aufgebaut, dass viele Leute an Projekten gearbeitet haben, aber man nur von ganz wenigen an der Spitze überhaupt hört in der Öffentlichkeit. Und üblicherweise waren das auch immer Männer, die dann Laborleiter sind oder Projektleiter und dann eben in der Presse oder in Medien sind. Und es gibt eben ein falsches Bild da, weil die Leute, die tatsächlich Forschung machen, ist eben, es kommen aus allen gesellschaftlichen Richtungen und es sind sehr, sehr viele Leute, die auch, von denen jeder seinen kleinen Teilbereich hat und so weiter. Also diese Idee von dem Allgemeinforscher, der sich mit allem auskennt und für alles zuständig ist, war einfach schon immer nicht ganz wahrheitsgemäß.
Und der Vorteil bei Twitter ist eben, dass man nicht nur von den Leuten an der Spitze hört, sondern man, also jeder kann sich einen Account machen, das kostet auch nichts. Und es liegt eher dran, also ob man von jemandem hört auf Twitter, liegt eher daran, wie viele Follower oder wie viele Abonnenten die Person hat. Und wenn man jetzt sich anguckt, wer da viele hat und wer wenige hat, ist es nicht unbedingt davon abhängig, wo in der wissenschaftlichen Hierarchie die Person angesiedelt ist. Also es gibt viele Studenten oder Doktoranden, die einfach sehr großen Follower-Count haben, einfach weil sie interessante Sachen posten. Und das führt automatisch dazu, dass es einfach ein bisschen demokratischer wird, dass man ein bisschen mehr von den Leuten hört, die es wirklich machen. Und man sieht das auch ganz klar an den Leuten, die dadurch bekannt werden, weil das sind zum Beispiel viele Frauen dabei, weil es eben genauso viele Frauen wie Männer in der Forschung gibt, was für Wissenschaftskommunikation eher ungewöhnlich ist, wo es in den zumindest in den traditionellen Medien eher weniger Frauen gibt, die von Wissenschaft erzählen. Und man sieht eben auch, dass es auch ganz lockere Leute sind. Also es ist nicht so dieses verstaubte Elfenbeinturm-Wissenschaftsgedöns, sondern es sind einfach ganz normale Leute, die im Labor sitzen oder in der Uni und da ihre Forschung machen. Und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass Leute, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, einfach sich da trotzdem besser wiederfinden vielleicht und einfach merken, oh, ich könnte das, also das sind ja Leute, die ich verstehen kann, die reden, wie ich rede und so und wo ich mich auch zurechtfinden kann. Absolut verständlich, aber also wenn wir jetzt drüber nachdenken, auch wir, als wir uns jetzt mit Twitter vorab beschäftigt haben, ich war der Einzige, der schon vorher bei Twitter war, Laura und Jonna waren das noch nicht. Und auch wenn wir uns jetzt die Wissenschafts-Community sozusagen anschauen, wir haben da auch eine Studie oder eine Umfrage gefunden, warum twittern sie nicht, von Annalena Scholz aus dem Jahr 2018. Und da beschreiben eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, warum sie nicht twittern. Und das ist unter anderem eben deshalb, weil Twitter, man muss ja einen Tweet in 100, also früher waren es noch 140 Zeichen, jetzt sind es 280 Zeichen, muss man ja die Information packen. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen begründen eben ihr Nicht-Twittern damit, dass es eben sehr schwierig ist, komplexe Sachverhalte in 280 Zeichen darzustellen. Deshalb jetzt einfach mal ganz platt die Frage, Wissenschaft in 280 Zeichen, wie geht das? Also geht das überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich so der zentrale Punkt der Frage, ob Twitter da einen Wert hat als Wissenschaftskommunikationstool. Das eine ist in der Theorie, also auch für die Leute, die jetzt die Twitter als Plattform nicht kennen, das Limit ist nicht so strikt in dem Sinn, dass man einfach Tweet nach Tweet nach Tweet anhängen kann und dann trotzdem längeren Text posten kann. Aber tatsächlich ist es nicht dafür gedacht. Also das macht es dann ungeschickt. Wenn man längeren Text posten will, macht man es schon eher doch auf einem Blog oder bei Facebook oder so. Das heißt, die Kommunikation auf Twitter ist doch meistens kurz. Und klar, das ist was ganz anderes, als wenn jetzt ein wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht wird, weil die sind einfach sehr lang. Selbst der kürzeste Artikel wären hunderte Tweets vom Umfang her. Und man braucht in der Forschung auch den Platz, um wirklich zu erklären, was man eigentlich meint. Speziell, wenn man mit jemandem redet, der nicht vom gleichen Bereich ist. Das heißt, man muss erst noch erklären, was werden da eigentlich für Instrumente benutzt, was bedeutet das überhaupt alles. Und dafür ist Twitter natürlich ungeschickt. Aber der Vergleich mit einem wissenschaftlichen Artikel ist auch nicht der passendste Vergleich, finde ich. Weil es gibt schon andere Zusammenhänge, in denen Wissenschaft viel kürzer kommuniziert wird, zum Beispiel auf wissenschaftlichen Konferenzen. Da hat man normalerweise sein Poster, auf dem ein Schaubild ist und Ergebnisse sind. Oder man gibt einen Vortrag, wo man sich aber am besten auch kurz hält und kurz zusammenfasst. Und dann tauscht man sich drüber aus hinterher. Also der Reiz ist ein anderer als bei einer Fachpublikation. Es geht nicht darum, ein komplettes Projekt zu erklären, sondern es geht darum, Kernpunkte zu erklären, die dann diskutiert werden und vielleicht verbessert werden und so weiter. Und Twitter ist einer Konferenz sehr viel ähnlicher als einer wissenschaftlichen Publikation. Das heißt, es gibt Leute, die stellen auf Twitter entweder ihre Methoden da oder ihr Hauptergebnis da und dann wird es diskutiert. Dann gibt es Leute, die es entweder gut und spannend finden, mehr Fragen haben, oder es gibt Leute, die dagegen sind aus irgendeinem Grund und sagen, sie versuchen da argumentativ Löcher reinzuhauen, sie finden die Methode nicht gut und so weiter. Man kann dabei immer verlinken auf Artikel oder Blog-Einträge, sowas, die es gibt. Das heißt, wenn es weitergehende Materialien geben muss, kann darauf verlinkt werden. Man kann Schaubilder posten und dafür ist Twitter weit besser. Also man hat es, wenn man in dieser Twitter-Wissenschafts-Community drin ist, hat man viel mehr das Gefühl, man würde sich jetzt auf einer Konferenz befinden, wo auch zum Beispiel nicht nur die ganze Zeit über Forschung geredet wird, zum Beispiel wird auch darüber geredet, keine Ahnung, der Laboralltag, der jetzt nichts unbedingt mit Forschungsergebnissen zu tun hat. Und das ist auch was, das bei einer Konferenz genauso stattfindet. Also damit ist es eher vergleichbar,
Und dafür ist es dann auch ein passendes Tool. Also es geht dann schon, dass man seine Hauptergebnisse oder seine Hauptmethoden kurz zusammenfasst. Das funktioniert dann schon. Aber wenn du den Vergleich jetzt mit der Konferenz auch direkt ziehst, gibt es da auch jetzt Nachteile oder allgemein einfach Hindernisse? Also ob Twitter so an sich inhärent Hindernisse hat, das ist wie eine Konferenz dazu oder beziehungsweise auch allgemein noch, also Wissenschaft in 280 Zeichen, du hast ja jetzt den Vergleich zur Konferenz gezogen, aber jetzt zum einen eben auf die Konferenz bezogen oder im Allgemeinen, was sind da jetzt die Hindernisse, die Twitter da der Wissenschaftskommunikation in den Weg stellt sozusagen? Es ist schwer zu sagen. Im Grunde, also wenn man davon ausgeht, dass man sagt, man überwindet die Hürde, dass man es einfach kurz zusammenfasst, man fasst es schlagwortartig zusammen und so weiter, gibt es keine großen Nachteile mehr. Ein Nachteil, den Twitter hat, doch wenn man gerade einen ist, es wird ja gerne über die Informationsbubble geredet, auch bei allem, was Internet ist. Die ist bei Twitter stärker ausgeprägt als bei anderen Plattformen. Weil ich sage mal, auf Facebook zum Beispiel folgt man den Leuten, die man kennt, und dann kriegt man eben von denen die Meinung mit. Bei Twitter ist es eher so, man folgt den Leuten aufgrund ihrer Meinung oder aufgrund ihrer Tweets. Und das heißt, man kommt viel schneller in so eine Bubble rein, wo man einfach nur noch das hört, was man hören will. Wenn man das weiß und darauf eingerichtet ist, dann ist es nicht katastrophal. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass es passiert. Und da versuchen wir auch mit dem realscientist.de ein bisschen dagegen zu wirken, weil du eben von Leuten auch erfährst dadurch, die außerhalb von deinem eigenen Dunstkreis sind. Also zum Beispiel angenommen, also ich bin jetzt Psychologe, ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Geologie und würde auch jetzt keinen Geologen folgen aufgrund dessen, was sie posten. Aber durch so einen Account, der immer die Hände wechselt, kriege ich das halt doch mit. Und dann sehe ich da Geologen oder Biologen und so weiter, die eben erzählen, was sie machen. Und da kriege ich dadurch was mit und kann dadurch meine Blase ein bisschen durchbrechen. Okay, super. Dann Dankeschön auf jeden Fall erstmal für die ganz schön umfangreiche Antwort auch. Das war jetzt so ein bisschen das, was wir allgemein erstmal sozusagen von dir auch hören wollten zum Thema Twitter, so als allgemein, als Format. Und wir würden als nächstes ganz gern so ein bisschen auf die Wissenschaftskommunikation als solche ein bisschen genauer eingehen und wollen dabei so ein bisschen auf die Gestaltung der einzelnen Tweets jetzt auch ein bisschen mal nachbohren und nachfragen. Und zwar ist uns dabei aufgefallen, dass wir als Laien ganz oft grafische Darstellungen, wie du auch schon gesagt hast, dass die gerne auch verwendet werden, von ziemlich komplexen Sachverhalten auch manchmal einfach wirklich einfach nicht verstehen. Also wir sehen das Bild und denken uns so, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und unsere Frage ist jetzt, inwiefern es trotzdem relevant ist, dass diese visuellen Untermalungen in die Tweets integriert werden. Genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier das Diagramm uns angucken, also es würde mir jetzt an sich erstmal gar nichts sagen. Ich würde als Laie da mit einem großen Fragezeichen sitzen, aber inwiefern ist es trotzdem wichtig, auch diese grafischen Darstellungen zu haben? Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch ein sehr gutes Beispiel jetzt, das Schaubild hier, weil das eine Art der Darstellung ist, die in verschiedenen Wissenschaftsbereichen gleich gewöhnlich ist. Das heißt, wenn jemand sagt, man macht Wissenschaftskommunikation für andere Wissenschaftler, dann ist das quasi ein ideales Schaubild, weil das viele Leute, egal in welchem Fachbereich sind, sich damit auskennen. Aber wenn es natürlich über den Bereich der aktiven Forscher rausgeht und man sagt, man will Wissenschaftskommunikation für alle machen, dann ist die Grafik vollkommen unverständlich, ohne dass noch eine weitere Erklärung geliefert wird. Und das ist tatsächlich ein großes Thema. Das eine hängt damit zusammen, was ist mein Publikum? Und es kann eben in einem Fall angebracht sein, im anderen nicht. Aber auch wenn man sagen, man will es immer für alle zugänglich machen, ist es ein großes Thema, wie man das am besten macht. Und ein Beispiel, das ja ganz viel rumgegangen ist, war dieses Flattening the Curve jetzt während der Pandemie, wo man diese zwei Kurven sieht und dann die flache und die hohe und dann gibt es eine Linie, die dann die Überlastung des Gesundheitssystems darstellt. Auch das ist ja an sich erstmal nicht verständlich, solange man nicht eine Erklärung dazu kriegt, was es zu bedeuten hat. Aber ich habe den Eindruck, inzwischen haben es alle begriffen. Das war nicht schwer, den Leuten mitzuteilen, was der Punkt an dieser Zeichnung ist und warum es wichtig ist. Und ich denke, das ist immer der Trade-off, den man hat. Also wenn man was präsentiert, das nochmal eine Erklärung dazu braucht, wie jetzt halt ein Schaubild, dann ist die Frage, wie viel Erklärung ist notwendig und inwiefern wird die Erklärung einfach ein integraler Teil dieses Schaubilds. Also dann darf ich zum Beispiel einfach nie dieses Schaubild posten, ohne nochmal eine Erklärung dazu zu machen. Und so ist es tatsächlich auch in wissenschaftlichen Publikationen. Jede Zeichnung hat dann nochmal drunter die Legende, wo einfach erklärt wird, was,
was es bedeutet. Und das muss man einfach mit beachten. Also ich denke, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, ich denke, Zeichnungen, Grafiken können einfach sehr, sehr nützlich sein, müssen aber genauso vorsichtig behandelt werden wie alle anderen Aussagen auch. Also die muss trotzdem klar sein, es muss trotzdem erklärt sein, worum es geht, damit sie richtig verstanden wird. Okay, das heißt also, ihr nutzt auch sozusagen grafische Darstellungen, um eben auf dieser sachlichen Ebene zu bleiben. Wobei man im Kontrast dazu ja auch ganz oft relativ persönliche Posts von euren Redakteurinnen findet sozusagen. Und welche Funktion erfüllen dann auch diese persönlichen Ebenen und wie verhält sich sozusagen diese persönliche Ebene insgesamt zu der Zielsetzung des Projekts Real Scientists? Also mir ist die persönliche Ebene sehr, sehr wichtig. Das sage ich auch normalerweise den Kuratorinnen so, weil die eben die Funktion erfüllt, die Wissenschaft so ein bisschen auch zu vermenschlichen und klarzumachen, dass da echte Leute dahinter sitzen. Was aus meiner Sicht langfristig auch ein bisschen das Vertrauen in die Wissenschaft erhöht. Auch nochmal, um auf die aktuelle Pandemie zurückzukommen, es gibt alle möglichen Ideen, dass verschiedene Wissenschaftler, die jetzt in den Medien sind, verschiedene Motivationen dahinter haben, dass der eine die Geld verdient mit irgendwas oder sonst wie. Also dass einfach das Vertrauen ein bisschen leidet und ich finde, dafür ist es wichtig zu sehen, ja, das sind aber ganz normale Menschen, die wollen auch nur jeden Tag zur Arbeit gehen und einfach gute Arbeit machen und gehen dann eben abends nach Hause und haben vielleicht was Neues über die Welt gelernt oder auch nicht. Und da hilft es einfach zu verstehen, was das für Leute sind, was die auch in der Freizeit machen, was die für Interessen haben. Ich denke, das ist da schon wichtig. Also wenn es wirklich immer nur um Methoden und um Ergebnisse gehen würde, wäre es ein sehr anderer Account und dann wäre es auch nicht die gleiche Zielsetzung, sondern es geht wirklich darum zu sehen, wer ist da dahinter. Wir haben auch immer ein Profilbild wir haben immer ein Gesicht als Profilbild, das ist auch tatsächlich in den Regeln so drin, weil wir immer wollen, dass man sieht, mit wem man da eigentlich redet und von wem man was erzählt kriegt. Und eben aus dem Grund. Und das, letztlich ist es geht um Zugänglichkeit und es geht aber auch um Vertrauen in die Forschung. Gut. Vielen Dank dafür. Natürlich sagen Sie gerade ja schon, es geht eigentlich um ganz normale Menschen. Aber vielleicht, man ist ja trotzdem sehr so in seinem Thema drin, beziehungsweise hat natürlich da sehr viel mehr Wissen, vielleicht auch als Laien. Und uns in unserem Seminar geht es ja auch um Sprache. Würden Sie sagen, es gibt schon so Leitfäden für sprachliche Gestaltungsmittel, die den Real Scientists ans Herz gelegt werden, also die vielleicht zu beachten sind? Tatsächlich geben wir bewusst keinen Leitfaden der Sprache vor. Auch da, weil wir zeigen wollen, dass es jeder anders macht. Wir wollen auch zeigen, was für ein Range das es gibt. Also zum Beispiel, dass der eine eher trockener ist und der andere eher mehr über die Freizeit erzählt und so weiter. Das gehört einfach bei uns auch zum Konzept dazu. Das Einzige, was wir sagen, ist, dass man eben sich respektvoll verhält, dem Publikum gegenüber, egal worum es geht. Auch wenn einer die Forschung angreift oder sonst was, dass man einfach sagt, nein, es soll also immer sachlich bleiben und ordentlich diskutiert werden. Aber inwiefern das jemand sprachlich anders macht, das bleibt jeder Kuratorin selbst überlassen. Wenn man sich so umguckt auf Twitter, ich glaube, es gibt schon eine bestimmte sprachliche Kultur auch in der Wissenschaftskommunikation auf Twitter, die sich aber eher daraus ergibt, dass man eben sich bei anderen abguckt, was gut funktioniert, welche Formulierungen passend gut werden verstanden und so weiter. Danke. Also werden jetzt auch keine Hinweise bezüglich Gendern zum Beispiel gegeben oder so. Das ist nach eigenem Ermessen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Genau, das ist komplett nach eigenem Ermessen. Und man muss auch dazu sagen, es sind ja alles auch Leute, die schon ihren Twitter-Account haben, bevor sie quasi eingeladen werden. Also die Leute werden eingeladen aufgrund ihres Twitter-Accounts. Was auch heißt, jeder hat schon so ein bisschen Erfahrung damit, dort zu kommunizieren. Und gerade solche grundlegenden Fragen, wie stelle ich meine Sachen dar? Wie spreche ich jemand an? Da hat normalerweise jeder schon seinen eigenen Weg gefunden, bevor es dann an die Kuration von Real Scientists geht. Okay, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Bestandteil, der ja auch zu Twitter dazugehört. Wir hatten das vorhin schon mal, dass man ja auch längere Texte oder mehrere Tweets ergeben ja einen Thread. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man eben kommunizieren kann, beziehungsweise nutzen, dass die Real Scientists ja auch sehr häufig, gerade wenn es dann doch ein bisschen komplexer wird und dann etwas Umfangreicheres erklären und beschreiben möchte. Aber das Problem bei diesen Threads oder die Sache bei den Threads ist ja, wenn ich dann Twitter öffne und in meinem Feed die aktuellen Tweets sehe, dann kann es ja durchaus auch sein, dass ich eben einen Tweet mitten aus einem Thread heraus
sozusagen bekomme. Also keine Ahnung, jemand schreibt über irgendein Forschungsprojekt auf 15 Threads und ich bekomme in einem Thread mit 15 Tweets und ich bekomme jetzt eben Tweet Nummer 6 zu lesen. Und das ist ja mitten aus dem Kontext sozusagen dann. Siehst du das eher als Chance oder als Problem? Also wie stehst du da zu dieser Kommunikationsform? Also da hängt es sehr davon ab, wie man es tatsächlich macht. Wenn jemand, ich sage mal, ein guter Thread sozusagen oder ein einfach verständlicher Thread hat zum einen eine Nummerierung drin, dass du einfach siehst, okay, da steht dran, sobald du den ersten, wie du sagst, du machst es auf, du siehst den ersten Tweet und dann steht dran 6 von 12. Und dann siehst du gleich, okay, das ist jetzt mittendrin zum einen, zum anderen kannst du entscheiden, der Thread ist vielleicht zu lang, ich habe keinen Bock drauf, jetzt einen 12-Tweet-Thread zu lesen und dann kannst du es entsprechend ignorieren. Aber da findest du dich gleich zurecht. Und das andere ist auch, dass wenn man es richtig macht, hat quasi jeder Tweet in diesem Thread irgendeine Kernaussage drin, die man unabhängig vom Rest entweder verstehen kann oder interessant findet. Also zum Beispiel, dass es denn jetzt, also wenn es irgendein Ergebnis ist, also viele Forschungsergebnisse lassen sich ja auf eine Tweetlänge zusammenfassen und müssen dann aber noch zum Beispiel mehr erklärt werden, was das jetzt bedeutet. Und da kann man es eben so machen, dass man darauf achtet, dass das Kernergebnis in einem Tweet verständlich ist und dann der Thread, der drunter kommt, eben noch da ist, um das zu untermauern und zu erklären, was man eigentlich meint. Und wenn man das richtig macht, dann ist es schon so, dass man, wenn man auch sich reinklickt und einfach einen Thread aus dem Zusammenhang sieht, dass zumindest klar ist, worum es gerade geht und man dann eben entscheiden kann, will ich den ganzen Thread angucken oder nicht. Hey, gut, dann danke für die Antwort. Das ist auf jeden Fall schlüssig. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch mit den Fragen, die für unser Seminar auch eben besonders interessant sind und auch wichtig. Wir haben aber noch an Sie eine ganz persönliche Abschlussfrage, und zwar, welche Forscherin oder welchen Forscher oder welches Forschungsfeld hättest du einmal gerne bei den Real Scientists und auch warum? Das ist wirklich schwierig. Also Forschungsfelder will ich am liebsten einfach alles abdecken und am liebsten auch alles gleich viel. Was sich aber in der Praxis so nicht machen lässt. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, weil zum einen bin ich ja auch in meinem Netzwerk drin, wenn ich schaue, wen lädt man am besten ein, und Leute schlagen sich auch selbst vor, das ist dann auch super, aber man hängt so in seinem eigenen Bias ein bisschen drin, welche Forscher es überhaupt auf der Welt gibt, und ich glaube, es sind auch verschiedene Forschungsfelder unterschiedlich stark vertreten auf Twitter. Wenn es jetzt darum geht, wen ich gern dabei hätte, also es gibt so High Profile Leute auf Twitter, die wirklich super Arbeit machen, da super dabei sind, aber am meisten freue ich mich eigentlich, wenn ich Leute an Bord nehme, die man sonst nicht kennt. Also wenn jetzt jemand eine größere Plattform schon hat als Real Scientist, und es gibt ja Leute, die haben 50.000 oder 100.000 Follower, das fände ich jetzt nicht so reizvoll, den realscientist.de anzubieten, weil da haben die nichts davon, weil sie ja einfach dann von der größeren auf eine kleinere Plattform wechseln. Und das Publikum hat auch nicht so viel davon, weil die könnten den Leuten einfach selber folgen und hätten dann den gleichen Inhalt. Deswegen freue ich mich eigentlich am meisten, wenn es jüngere Leute sind oder Leute, die keinen großen Twitter-Auftritt haben, denen wir dann einfach die Plattform geben können. Es gibt auch Leute, ich weiß nicht, was das wenigste war, aber ich schätze mal, dass der Kurator mit den wenigsten Followern hat wahrscheinlich sowas wie zwischen 100 und 200 Follower auf Twitter gehabt. Und wir haben jetzt 9.000, ich glaube es sind 9.500. Das heißt, da freue ich mich dann auch, wenn ich den Leuten einfach eine Plattform bieten kann. Wenn die eine Woche Zeit haben, würde ich das Projekt ihrer Leidenschaft an ein größeres Publikum zu bringen, das gefällt mir dann am besten. Das heißt, die Antwort auf die Frage wäre, ich weiß den Namen nicht von der Person, die ich am liebsten dabei hätte, weil es einfach alles kleinere Leute sind, kleinere Accounts sind, die dann mitmachen können. Und gäbe es vielleicht ein Forschungsfeld? Also wir haben ja jetzt die Real Scientists über einen Monat auch beobachtet und es war ja sehr viel naturwissenschaftliche Themen, die da in der Zeit bespielt wurden. Also irgendein Forschungsfeld, welches jetzt zum Beispiel sehr unterrepräsentiert ist oder dich besonders reizen würde? Also es klang schon ein bisschen raus bei dem, was du gesagt hast. Geisteswissenschaften sind unterrepräsentiert auf jeden Fall. Ich versuche es immer wieder ein bisschen reinzubringen, aber ja, in letzter Zeit war schon sehr viel Naturwissenschaft drin. Es gibt so ein paar Themen, an denen ich einfach persönlich interessiert bin. Also alles, was auch so Weltraum ist, kommt immer gut an, finde ich. Das ist einfach immer spannend. Das merkt man auch so in den klassischen Medien, in der Wissenschaftskommunikation ist immer gut vertreten. Ich mag AI auch ziemlich, wenn die Leute einfach so bestimmte Künstliche Intelligenz Forschung machen dazu und Sachen entwickeln.
Also es gibt schon ein paar, wo ich persönliches Interesse dran habe. Aber also wenn es mir ging, am liebsten wäre es wirklich komplett die Bandbreite von allem, auch Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, sodass man als Leser einfach von allem mal was erfährt. Okay, vielen Dank für die Antwort auf die vielen Fragen. Und damit verabschieden wir uns von allen Seminarteilnehmern und Teilnehmerinnen. Hoffen, dass euch das Interview auch viel Spaß gemacht hat und ihr etwas dazulernen konntet und jetzt euch einen Twitter-Account am besten macht und den Real Scientist vielleicht auch folgt. Das würde mich auch sehr freuen, ja, auf jeden Fall. Lohnt sich, da lernt man noch eine ganze Menge. Auf alle Fälle. Genau, damit vielen Dank. Ja, danke schön. Super, ja. Vielen Dank für die Einladung.